Und heute Abend gibt es auch was richtig, richtig Leckeres. Da habe ich so Lust drauf. Das habe ich jetzt auch schon echt länger nicht mehr gehabt. Sowas macht einen doch wirklich glücklich. Aber mit Kartoffeln ist das schon echt nice. Beim Einkaufen habe ich den Pfirsich gesehen gehabt und ich habe so Lust drauf bekommen. Hallo und willkommen zu diesem neuen Video. Es gibt wieder ein Food Diary von mir. Ich nehme euch die nächsten Tage mit und zeige euch, was ich alles so esse. Ich befinde mich momentan ja in der Off-Season, das heißt, ich esse im Kalorienüberschuss. Ich esse also mehr Kalorien, als ich verbrauche. Ich will nämlich noch ein bisschen was an Muskulatur draufpacken. Und welche Gerichte mir alles dabei helfen, seht ihr in dem Video. Die Gerichte sind natürlich alle ziemlich High Protein angelehnt. Und ich habe mir gerade schon mal mein Frühstück gemacht. Es gibt, wie sollte es auch anders sein, wieder eine Portion Porridge. Ich habe zuallererst Haferflocken in eine Schüssel gegeben. Da benutze ich ja immer die Köln-Haferflocken, weil mir die am besten schmecken. Dazu habe ich dann noch ungefähr 3-4 Gramm Flohsamenschalen gegeben. Das Ganze dann ein bisschen vermischt und Wasser dazu gegeben. Das habe ich dann noch umgerührt und in die Mikrowelle gegeben. Für so ungefähr 5 Minuten. Ich gucke immer, dass das nicht am Überkochen ist. In der Zwischenzeit, als das Porridge dann in der Mikrowelle war, habe ich dann schon mal die Erdbeeren klein geschnitten. Mein Porridge habe ich nämlich wieder mit frischen Erdbeeren getoppt. Und dann habe ich noch Soja Crispies von der Groh-Drogerie abgewogen. Die habe ich noch mal ein kleines Schälchen gegeben. Als das Porridge dann kurz vorm Überkochen war, habe ich es rausgeholt, auf eine Waage gestellt. Dann habe ich nämlich noch Proteinpulver dazu gegeben. Heute habe ich jetzt von Evo das vegane Proteinpulver in der Vanille-Butterkeks-Geschmacksrichtung gegeben. Veganes Whey bindet immer ein bisschen mehr Wasser, deswegen könnt ihr da mehr Wasser nehmen wie bei nicht-veganem Whey. Deswegen hatte ich vorhin auch schon in die Schüssel ein bisschen mehr Wasser gegeben gehabt, damit es dann diese perfekt schleimige Konsistenz gibt, die ich so liebe. Das habe ich dann untergemischt geguckt, dass eben nirgendwo mehr Proteinpulver ist, sondern dass das alles ganz gut mit der Porridge-Masse vermengt. Und dann habe ich noch ungefähr die Hälfte von den Soja Crispies untergegeben. Das mache ich in letzter Zeit öfter mal, weil ich finde, es gibt dann auch im Porridge eine andere Konsistenz, was ich liebe. Deswegen da ungefähr die Hälfte nochmal drunter gehoben, das auch wieder gut verrührt. Das dann nochmal in die Mikrowelle gegeben für so ungefähr 2-3 Minuten. Da habe ich auch wieder geguckt, dass es nicht überkocht. Als es dann wieder kurz vorm Überkochen war, habe ich es rausgeholt. Dann habe ich mein Porridge quasi getoppt. Da habe ich zuallererst die Erdbeeren übers Porridge gegeben. Ich persönlich mag das am liebsten, wenn ich außen anfange und in Kreisbewegungen die Erdbeeren nach innen mache. Ich finde, es sieht immer am schönsten aus und das Auge ist ja mit, deswegen mache ich das immer so. Da habe ich dann Salz und Zimt drüber gegeben und am Ende noch die Soja Crispies. Die habe ich auch relativ verteilt geguckt, dass überall so ein bisschen Soja Crispies sind. Und ganz am Ende habe ich dann noch Nussmus drüber gegeben. Jetzt heute von der Koro-Drogerie das Pistazienmus. Das hat so eine richtig schön grüne Farbe und ich muss sagen, in letzter Zeit esse ich Pistazienmus echt gerne. Also ich habe so ein bisschen meine Pistazienliebe entdeckt. Deswegen kam das rüber und das ist jetzt das fertige Endergebnis. Also wieder eine richtig schön große Portion Porridge, was wir natürlich jetzt am Anfang direkt zusammen probieren. Es gibt auch wirklich nichts Besseres als so frisches Obst im Sommer. Ich liebe es wirklich. Deswegen muss ich zuallererst ein bisschen Erdbeere mit Soja Crispies essen. Mm. Auch das Porridge hat wieder perfekte Konsistenz. Mm. Und dadurch, dass ich jetzt nicht nur oben die Soja Crispies drauf habe, sondern auch ein bisschen in dieser Porridge-Masse, sind die innen drin noch so ein bisschen weicher geworden, die im Porridge drin waren. Und oben drauf sind die noch so ein bisschen knackiger. Und es gibt nochmal wirklich so unterschiedliche Konsistenzen, wo man drauf rumbeißen kann. Schmeckt wirklich nochmal besser. Ja, perfekt. Mhm. Und das lasse ich mir jetzt schön schmecken. Das ist mein Pre-Workout und dann geht es auch schon so in ungefähr 1,5 Stündchen ins Gym, wenn das Ganze dann gut verdaut ist. Als Post-Workout habe ich mir wieder eine Portion Porridge gemacht, genau wie heute früh. Nur darüber habe ich jetzt ein Whey gegeben und zwar hier von ZNT, das Whey Plus in der Strawberry-Joghurt-Bar-Geschmacksrichtung. Gerade jetzt für den Sommer ist es wirklich perfekt und es schmeckt so ähnlich wie Joghurette. Das Whey habe ich wieder nur mit bisschen Wasser angemischt gehabt, deswegen ergibt es dann diese Soße, die oben drauf ist. Und Porridge ist auch wirklich von der Konsistenz wieder richtig perfekt geworden. Und es ist eine schön große Portion als Post-Workout. Es ist Zeit für einen kleinen Nachmittagssnack und wir hatten noch Käsekuchen von Omi da. Deswegen muss ich jetzt davon noch ein Stück nehmen. Ich habe, damit es ein bisschen anders schmeckt, noch oben drüber von Lini's Bites, den Dark Hazelnut Spread heißt der, glaube ich, gegeben. Dieser dunkle mit diesem lilanen Aufkleber und dann schmeckt es nochmal besser, weil Käsekuchen allein von Omi ist echt schon ein Highlight. Das ist wieder der mit dem Magerquark, wo ihr das Rezept mittlerweile ja auch schon kennen müsstet. Und so sieht es wirklich nochmal besser aus und schmeckt dann auch nochmal besser, wenn man noch so ein bisschen Nussmus oben drüber hat. Wirklich schon wieder so schön fluffig und cremig geworden. Mh, viel zu lecker. Und könnte ich wirklich jeden Tag essen. Und den lasse ich mir jetzt auch schön schmecken. Und dann gibt es später noch Abendessen. Das ist also eine gute Überbrückung bis zum Abendessen dann. Mh.
Als Abendessen gibt es für mich heute wieder meine typische Reis-Gemüsepfanne und dazu gibt es dann einen Quäsestick und zwei hartgekochte Eier. Die Zucchini und Tomaten habe ich nur wieder in der Pfanne angebraten, darüber jetzt noch Salz, Gemüse-Arowana von Just Spice und Sriracha gegeben und der Reis ist wie immer unten versteckt. Ist jetzt schön große Portion als Abendessen. Ich bin jetzt gerade dabei, mir meinen letzten Abendsnack für heute zu machen. Und zwar habe ich gerade schon Magerquark in die Schüssel gegeben. Und da kommt jetzt das Flav Powder von Evo drauf in der Vanille-Geschmacksrichtung. Da nehme ich dann einen Scoop. Das Ganze vermische ich, bis überall so ein bisschen was von dem Flav Powder ist. Und wie immer muss ich das glatt streichen. Ich weiß nicht, das ist auch so eine Angewohnheit. Da dürfen nirgendwo so richtige Hubbel sein, sondern das muss alles so ein bisschen glatt sein. So sieht das Ganze dann aus. Und da kommt jetzt Mandelmus oben drauf. Natürlich mein Lieblingsmandelmus von Rewe, das braune Mandelmus. Und da kommt jetzt auch eine gute Menge oben drüber. Und das verteile ich jetzt überall noch ein bisschen, sodass überall so ein ganz bisschen Mandelmus ist. Und wenn es dann ungefähr so aussieht, kommt es dann jetzt für 2 Stündchen ins Gefrierfach. 2 Stunden sind vergangen. Ich habe den Magerquark jetzt gerade aus dem Gefrierfach geholt und man sieht, glaube ich, schon, es ist wieder diese perfekte Eisschicht geworden. Wie ein gesundes Magerquark-Eis und das lasse ich mir jetzt als letzte Abendmahlzeit für heute schmecken. Mein Frühstück besteht jetzt heute wieder aus einer klassischen Portion Porridge. Darüber habe ich tiefgefrorene Beeren, Salz, Zimt, Quinoa-Puffs und Nussmus gegeben. Wieder eine richtig schön große Portion. Und dazu gibt es dann noch einen Kaffee. Ich habe jetzt Mittagspause und habe mir gerade Essen gemacht. Es gibt natürlich wieder Tomaten mit Maiswaffeln. Davon snacke ich dann noch ein paar von diesen extra Packs, dass ich so ungefähr auf 75 Gramm Maiswaffeln komme. Und dazu brauchen wir natürlich noch eine Eiweißquelle. Deswegen habe ich mir Eiklar in der Mikrowelle gemacht. Das ist auch wieder perfekt geworden. Da habe ich natürlich noch Salz drüber gegeben. Und das lasse ich mir schön als Mittagessen schmecken. Gibt nichts Besseres als so richtig leckere Cherry-Tomaten. Und die Maiswaffeln, das sind wieder die vom Kaufland, die in diesen großen gelben Packs. Ich habe mir jetzt gerade meinen Nachmittagssnack gemacht und zwar gibt es wieder eine klassische Portion Porridge. Darüber habe ich jetzt von Evo das vegane Whey in der Hazelnut-Nougat-Geschmacksrichtung genommen. Ich habe das also wieder nur mit Wasser vermischt gehabt, damit es diese Krümel gibt. Und dann habe ich mir noch ein paar Erdbeeren aufgeschnitten gehabt, hatte ich nämlich noch ein paar übrig gehabt. Deswegen kommen die jetzt auch noch mit dazu und das ist wirklich die perfekte Mischung zwischen fruchtigen durch die Erdbeere und dann ein bisschen was Süßen durch das Whey. Es gibt wirklich nichts Besseres wie so frische Erdbeeren. Und heute Abend gibt es auch was richtig, richtig Leckeres. Da habe ich so Lust drauf. Das habe ich jetzt auch schon echt länger nicht mehr gehabt. Und deswegen freue ich mich da so krass drauf. Also da könnt ihr schon gespannt sein, was es dann heute Abend gibt. Thank you.
Abendessen ist gemacht. Ihr habt ja gerade schon gesehen, was ich mir gemacht habe. Und zwar gibt es heute Abend selbstgemachte Burger mit Süßkartoffelpommes. Das sind im Endeffekt nur klein geschnittene Süßkartoffeln, die ich in den Backofen gegeben habe. Ich habe die ein bisschen gewürzt mit Salz und noch so einem Zucchini-Gewürz von Just Spices. Und bei den Burger habe ich jetzt zwei verschiedene Patties benutzt, die ich selbst noch nicht ausprobiert habe. Es gab nämlich nicht die, die wir sonst immer hatten von, ich glaube, Vegetarian Butcher war das gewesen, sondern jetzt einmal hier von Endori Veganer Burger und einmal von Garden Gourmet Sensation Burger. Keine Ahnung, ich werde euch dann berichten, wie die sind. Aber vom Anbraten her hat der Garden Gourmet Burger schon echt einen guten Eindruck gemacht. Also schon fast so ein bisschen wie normales Fleisch. Das fand ich ein bisschen gruselig, weil da auch so ein bisschen Saft ausgetreten ist. Also mal gucken, ob der auch recht ähnlich schmeckt. Dazu gibt es da noch Brokkoli und ich habe mir noch eine selbstgemachte Guacamole gemacht. Da habe ich im Endeffekt auch nur eine Avocado reingegeben, bisschen was von der Zwiebel klein geschnitten, ein paar Tomaten rein, das dann auch nur noch gewürzt mit Salz und von Just Spice ist dem Avocado gewürzt. Wahrscheinlich gibt zu den Süßkartoffelpommes dann noch ein bisschen Gewürz, Ketchup, Curry. Ich liebe den. Also das ist, finde ich, wirklich der beste Ketchup. Hat jetzt auch ein bisschen Zucker, aber man nimmt immer nur so ein bisschen was von. Deswegen finde ich das vollkommen in Ordnung. Und die Burger habe ich jetzt nur mit Ketchup belegt gehabt, weil ich persönlich Senf und Mayonnaise nicht so gern mag. Dann habe ich da Salat drauf gegeben, Tomaten, Zwiebeln, saure Gurken, eben dieses Burger-Patty. Da hatte ich ja noch in der Pfanne Käse drauf gemacht, dass das noch so ein bisschen geschmolzen ist. Den Burger, das ist so ein Brioche-Bun. Also wirklich mega lecker und ich freue mich gerade so auf dieses Abendessen. Beide Burger sind gegessen und wir kommen jetzt zu meinem Fazit. Also der Garden Gourmet Burger, was ich mir schon gedacht habe, wie ich es in der Pfanne angebraten hatte, ist richtig lecker. Den würde ich mir auf jeden Fall nochmal holen. Der von Endori war in Ordnung gewesen. Den kann man essen. Den fand ich aber im Vergleich jetzt nicht so lecker wie den. Ich blende euch hier nochmal die Nährwerte ein. Also wenn es euch interessiert, das sind die Zutaten und hier haben wir die Nährwerte von diesem Endori Bratling und dann hier nochmal von denen von Garden Gourmet. Die Garden Gourmet waren echt top. Die würde ich sogar, glaube ich, mit denen vom Vegetarian Butcher gleichsetzen und die auf jeden Fall nochmal holen. Die letzte Abendmahlzeit von heute ist wie immer Magerquark mit Flavor Powder und Mandelmus aus dem Gefrierfach. Ich habe jetzt heute von ESN das Flavor Tasty in der Assorted Caramel Geschmacksrichtung genommen. Das sind jetzt meine drei vorbereiteten Meals für den Tag heute. Ich bin nämlich heute eigentlich den ganzen Tag auf der Arbeit und komme erst abends nach dem Gym wieder. Deswegen haben wir hier als Frühstück wieder eine Portion Porridge. Darüber habe ich jetzt Datteln, dann Erdbeeren und Mandelmus gegeben. Als Mittagessen gibt es bei mir dann Tomaten mit einem Käsestick, Maiswaffeln und wenn ich noch Lust habe, esse ich noch ein Evo-Bar dazu. Das entscheide ich immer spontan, ob ich noch Lust auf einen Riegel habe oder nicht. Und als Pre-Workout gibt es dann wieder klassisch eine Portion Porridge und dann sehen wir uns heute Abend wieder, wenn es dann an mein Post-Workout geht. Gerade weg aus dem Gym gekommen. Gibt es für mich jetzt erstmal Gummibärchen. Wir haben jetzt gerade momentan die von Katjes Wunderland Pink Edition. Die sind mit so Einhörnern und allem. Schmecken echt gut. Also hätte ich nicht gedacht, das ist das erste Mal, dass wir die haben. Und vor allem von den Farben sind die richtig cool. Ich hole euch jetzt gerade mal ein paar raus und zwar sehen die so aus. Also wirklich richtig schön pink. Mein Porridge ist jetzt gerade schon in der Mikrowelle und ich werde jetzt so drei Stück von denen snacken. Keine Ahnung, wie viele Kalorien die haben. Sowas esse ich immer on top, also das track ich jetzt nicht, weil ich auch keine Ahnung habe, wie viel die wiegen. Das ist so mein kleiner Treat, den ich mir meistens nach dem Training immer gönne. Wir haben die immer im Tiefkühlfach, weil die ein bisschen härter sind und man da länger drauf rumkauen kann. Also schmecken echt gut, also Katjes Wunderland. Die würde ich mir wirklich sogar nochmal holen. Die sind jetzt auch fast leer. Was ich mir jetzt noch vorbereite, ist mein Whey. Als Whey-Creme übers Porridge benutze ich jetzt heute von ESN, das Designer Whey in Black and White Vanilla Flavor. Ich finde es richtig lecker, das ist aber schon ziemlich süß, weil das noch so ein paar dunklere Stückchen mit drin hat. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Ja, ich glaube, so ein bisschen sieht man. Ich finde das normale, ich glaube Vanilla Milk heißt das Whey, von ESN ticken besser. Das hat auch bessere Nährwerte wie das. Also das ist auf jeden Fall süßer. Wenn euch das Vanilla Milk ein bisschen zu unsüß ist, dann schaut euch das mal an. Aber ich persönlich, wenn ich nochmal ein Vanilla Whey von ESN bestelle, würde mir eher das normale holen. Das kommt jetzt auch wieder in die Schüssel und dann warte ich, bis das Porridge fertig ist und dann kommt das oben drauf. Also ich vermische das wie immer mit Wasser. Und was ich euch auch noch sagen wollte, dass ich gerade im Training so krass viel Energie hatte. Also ich habe die Burger von gestern echt gemerkt. Ich habe gestern ja auch echt relativ viel gegessen. Also ich habe die Süßkartoffelpommes gegessen, was so anderthalb von diesen großen Süßkartoffeln waren. Dann habe ich dazu ja zwei von diesen großen Burgern gegessen gehabt und dann noch den Brokkoli mit der Guacamole. Wirklich eine größere Portion. Mir hat es echt gut geschmeckt. Danach hatte ich ja noch Magerquark. Und da seht ihr vielleicht auch, dass ich größere Portionen essen kann, mir das auch nicht schwerfällt, die dann mal zu essen.
und ich trotzdem den Tag über hier relativ normal viel Kalorien auch gegessen hatte. Also jetzt nicht super darauf geachtet habe, dass ich den Tag über Kalorien einspare. Jetzt gestern habe ich ein paar Kalorien mehr gegessen als an normalen Tagen. Das ist aber auch in Ordnung. Also wenn jetzt mal ein Tag die Woche so ein bisschen höher kalorisch ist, ist das kein Thema. Und dafür hatte ich heute im Training so viel Energie gehabt und konnte mich auch da wieder steigern bei den Gewichten. Deswegen hat man das schon gemerkt, dass ich gestern mehr Carbs hatte. Und das ist jetzt das fertige Post-Workout. Ich glaube, da sieht man auch nochmal, was ich vorhin meinte mit diesen dunklen Stückchen, die noch mit da drin sind. Also wirklich ein süßer, leckerer Vanillegeschmack und Porridge von der Konsistenz. Ist auch wieder so perfekt geworden. Das ist jetzt eine schöne, große Portion als Post-Workout. Ich bereite mir jetzt meine letzte Abendmahlzeit vor. Und zwar habe ich Magerquark gerade schon wieder in eine Schüssel gegeben. Da kommt jetzt ein Scoop Flavor Tasty drauf. Und zwar benutze ich jetzt heute... Das ist in der Cinnamon Cereal Geschmacksrichtung. Das mische ich jetzt wieder unter. Und dann kommt da noch Mandelmus wieder oben drauf. Meine letzte Abendmahlzeit ist wirklich eigentlich immer dasselbe. Also es kommt selten vor, dass ich da mal wirklich was anderes esse. Ich liebe den Magerquark aus dem Gefrierfach viel zu sehr. Und so sieht das Ganze jetzt aus und kommt wieder für 2 Stündchen ins Gefrierfach. 2 Stündchen sind rum. Und so sieht der Magerquark wie immer jetzt aus. Schön gefroren mit Mandelmus oben drüber. Das habt ihr vorhin ja schon gesehen. Und dazu snacke ich dann noch diese Mini-Reiswaffeln Apfel. Da sind jetzt 35 Gramm drin und die sind richtig lecker. Also das ist so wirklich der perfekte Abendsnack. Wenn ich abends noch ein bisschen Hunger habe, ein paar Carbs will und mir diese Mahlzeit nicht reicht, dann gibt es entweder die oder die von Hip meistens dazu. Wir gehen jetzt nochmal in den Magerquark rein. Guten Morgen zusammen. Ich habe mir jetzt gerade Frühstück gemacht und zwar gibt es wieder eine Portion Porridge. Jetzt heute habe ich hier von MyProtein das Impact Whey in der White Gold Geschmacksrichtung genommen. Das ist eine Mischung aus weißer Schokolade und Karamell. Das war nur eine Limited Edition. Die ist auf jeden Fall mega lecker. Die mache ich momentan morgens echt so 1 bis 2 Mal die Woche auf jeden Fall in meinem Porridge. Und darüber habe ich dann heute mal einen Pfirsich gegeben. Beim Einkaufen habe ich den Pfirsich gesehen gehabt und ich habe so Lust drauf bekommen. Deswegen gibt es den Pfirsich heute und dann wie immer noch Salz, Zimt drüber gegeben. Statt normalem Mandelmus habe ich jetzt heute von Nini Spice diesen Dark Hazelnut Spread genommen und den drüber gegeben. Der schmeckt auch so lecker. Das ist jetzt wirklich die perfekte Mischung, perfektes Frühstück und dann geht es auch schon an die Arbeit. Und dann sehen wir uns heute beim Mittagessen wieder. Es ist Zeit fürs Mittagessen. Ihr könnt euch schon denken, was es gibt. Natürlich gibt es wieder meine geliebten Tomaten und dazu Maiswaffeln. Ich snack dann noch einige von den anderen Maiswaffeln noch zusätzlich dazu. Und dazu gibt es natürlich noch eine Eiweißquelle. Ich habe mir jetzt gerade wieder Eiklar in der Mikrowelle gemacht. Es gibt aber einen kleinen Twist, den ich gemacht habe. Und zwar habe ich noch Zwiebeln klein geschnitten und Tomaten und die auch nochmal mit reingegeben. Und jetzt schmeckt es dann nochmal ein bisschen nach anderen Sachen. Ich habe gerade gemerkt, dass ich Salz vergessen habe. Das müssen wir natürlich noch machen. Weil so ganz ungesalzen ist es nicht geil. So. Jetzt können wir es zusammen probieren. Ich brauche von der Seite noch Tomaten und Zwiebeln mit dabei ist. Das ist gut. Ich esse normalerweise ja immer nur Eiklar so pur, aber mit so ein bisschen Gemüse noch drin. Das erinnert mich gerade voll, wie wenn man früher in der Kindheit so irgendwie ein Sonntagsfrühstück gemacht hatte. Und da gab es dann auch immer Eier, ein Omelette und da war noch Gemüse mit drin. Richtig lecker. Das werde ich, glaube ich, jetzt in Zukunft öfter mal machen, dass ich da noch ein bisschen Gemüse mit reinschnippel. Also auf jeden Fall mega lecker. Mein Pre-Workout ist gemacht. Es gibt wieder eine Portion Porridge. Darüber habe ich jetzt wieder meine Proteinkrümel gegeben. Heute habe ich von Rocker das Noe in der Pumpkin Spice Latte Geschmacksrichtung genommen. Ich liebe dieses Whey wirklich. Also wenn das im Herbst irgendwann Oktober wieder kommt, dann muss ich das definitiv holen. Das ist bei mir jetzt nämlich auch schon wieder gut aufgebraucht. Also da ist nicht mehr so viel drin. Ich liebe das wirklich. Schade, dass es nur so eine Limited Edition ist, aber geschmacklich wirklich top. Und das lasse ich mir jetzt schön schmecken. Dann geht's ins Training. Back aus dem Gym habe ich mir gerade schon Post-Workout gemacht und ich habe nebenbei schon wieder ein paar Gummibärchen gesnackt, wie gestern auch. Ihr könnt es euch denken, mein Post-Workout besteht wieder aus einer Portion Porridge mit Whey oben drüber. Jetzt heute habe ich von Evo hier das Whey in der Schoko-Peanut-Geschmacksrichtung genommen. Ich habe euch das ja schon in dem Testvideo gesagt gehabt, dass ich das Whey so in Ordnung finde, aber mir definitiv nicht nochmal holen würde. Da finde ich, gibt es einfach deutlich bessere Ways. Training lief wieder mega gut. Ich bin mega ausgehungert.
Mhm. Dazu gibt es dann noch diesen Riegel von My Protein. Crispy Layered Bar in White Chocolate Peanut. Der ist auch richtig lecker. Ich liebe ja sowieso diese Crispy Riegels von denen. Und die Layered Bars sind auch richtig nice. So sieht der jetzt von außen aus. Also mit weißer Schokolade überzogen und ein bisschen normale Schoki noch. Hm. Und der hat oben so eine Karamellschicht. Mm. Und so sieht der von innen aus. Also wirklich mega lecker. Und das sind jetzt die zwei Sachen, die ich als Post-Workout esse. Meine letzte Abendmahlzeit besteht wieder aus meinem Magerquark, den ich gerade aus dem Gefrierfach geholt habe. Heute habe ich von Evo das Flavor in der Schoko-Brownie-Geschmacksrichtung genommen. Darüber dann wieder meinen Standard-Rewe-Mandelmus gegeben. Und dazu gibt es dann noch diese Hip-Reis-Waffeln in der Heidelberg-Geschmacksrichtung. Die sind richtig lecker. Mein Frühstück besteht wieder aus meinem vorbereiteten Meal Prep Porridge. Das habe ich jetzt wieder mit dem Schoko-Nougat-Whey von Weida gemacht. Darüber habe ich dann eine Dattel gegeben. Ungefähr 15 Gramm sind es. Und dann nochmal braunes Mandelmus. Zum Mittagessen bin ich dann wieder zu Hause. Ich arbeite nämlich nur 6 Stunden, deswegen reicht mir da die eine Mahlzeit. Wieder back home von der Arbeit. Ich habe mir gerade schon mein Mittagessen gemacht. Das gibt im Endeffekt genau das gleiche wie gestern. Maiswaffeln, Tomaten. Dann snacke ich noch ein paar von diesen anderen Maiswaffeln. Mal gucken, ob mir so ein Päckchen langt. Eventuell esse ich noch ein drittes von diesen Päckchen dann. Und dazu gibt es wieder Eiklar. Das habe ich genau wie gestern wieder mit Zwiebeln, Tomaten gemacht. Noch Salz drüber gegeben. Ich habe gerade noch mal Lust auf Nachtisch, auf irgendwas Süßes bekommen. Deswegen gibt es für mich jetzt noch den Evo Bar White Strawberry Crunch. Der sieht von innen so aus. Ist wirklich ganz lecker. Also ist nicht mein liebster Evo-Riegel, da mag ich diesen klassischen Milky Crisp lieber, aber das ist mein zweitliebster von denen und für so ein bisschen was Süßes im Mund ist es wirklich lecker. Wieder back home, wir haben es jetzt auch schon relativ spät, also es ist schon 7:45. Ich war mit Omi und Opi noch in der Stadt gewesen, in Frankfurt. Wir haben nämlich für die Hochzeit für die nach Kleidung geschaut, also für Opi nach dem Anzug und für Omi nach einem Kleid. Wir wurden auch fündig, also mega gut. War ich auch echt happy drüber, das hatte mir nämlich nur ein bisschen Gedanken gemacht, dass wir da auch was Passendes finden, aber hat alles gepasst. Und danach waren wir dann nämlich noch in der Stadt eine Kleinigkeit essen. Ich hatte so einen Zupfkuchen, also wir hatten eigentlich alle drei das gleiche. Das war so ein Käse-Zupfkuchen. Der war richtig lecker gewesen, also der hat sehr gut geschmeckt, war auch ein bisschen süßer, nicht so wie der Magerquark-Käsekuchen von Omi immer, aber trotzdem mega lecker. Und dazu habe ich dann noch einen schwarzen Kaffee getrunken gehabt, so, also ein richtig schöner Nachmittag. Wir waren auch, ich glaube, bis kurz nach 6 dort gewesen und dementsprechend habe ich auch relativ spät erst den Kuchen gegessen. Es war nach 5 und jetzt gerade dann Abendessen gemacht. Ich habe gerade schon mal die Kartoffeln komplett geschält, das war so ein ganzer Sack, insgesamt, ich glaube, 2 Kilo. Davon werde ich natürlich jetzt nicht alles essen, aber ich habe mir jetzt einfach mal so ein paar Kartoffeln genommen. Das sind, glaube ich, so 600-700 Gramm. Die habe ich alle geschält gehabt, dann in den Kochtopf gegeben und ganz normal köcheln lassen. Haben jetzt, glaube ich, so 15 Minuten geköchelt. Dann habe ich mir dazu eine Guacamole gemacht. Also ich habe wieder die restliche Avocado genommen. Ich hatte ja noch die Hälfte übrig. Die erste Hälfte hatte ich ja genommen, als ich die Burger gemacht hatte. Und da habe ich dann jetzt auch wieder Zwiebeln klein geschnitten, Tomaten reingegeben. Ach, was mir gerade auffällt, was ich vergessen habe. Da muss natürlich noch das Avocado-Topping mit drauf. Das habe ich eben komplett vergessen gehabt. Dann schmeckt es nämlich nochmal viel, viel besser. Das ist dieses Avocado-Topping von Just Spices. So sieht das Ganze jetzt in der Guacamole aus. Vermische ich jetzt nochmal. Und dann habe ich zu den Kartoffeln noch einen Quark gemacht gehabt. Da habe ich also Magerquark erst in eine Schüssel gegeben gehabt. Dann auch wieder eine Zwiebel, also ein Teil von der Zwiebel, klein geschnitten. Wieder in so kleine Würfelchen, kleine Stückchen. Dann habe ich ungefähr eine halbe Gurke genommen, die auch nochmal wieder in so längliche Streifen geschnitten. Und dann nochmal in kleinere Stückchen. Das sind alles erstmal untergemischt gehabt, dass es so eine gleichmäßige Masse gibt. Und dann habe ich Salz darüber gegeben. Da hatte ich jetzt auch wieder von Just Spices das normale Salz. Da könnt ihr aber auch jedes Salz nehmen, was ihr wollt. Und dann hatte ich noch beim letzten Wocheneinkauf von Iglo so eine Kräutermischung geholt gehabt, die im Tiefkühler ist. Und davon habe ich dann auch noch ein bisschen was reingegeben gehabt. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Also mega lecker. Ich hatte irgendwie voll Lust darauf. Jetzt so Kartoffeln mit Quark. Sowas Frisches, weil jetzt ja auch das Wetter draußen wieder viel besser wird und der Sommer kommt. Deswegen hatte ich da mega Lust drauf. Vor allem, wir haben eine gute Kohlenhydratquelle. Wir haben eine Eiweißquelle mit dem Magerquark, was natürlich top ist. Das ist auch echt eine ziemlich gute große Portion. Also da werde ich auf jeden Fall jetzt richtig gut von satt werden. Die restlichen Kartoffeln esse ich dann die nächsten Tage irgendwann oder mal gucken, was ich damit mache. Aber auf jeden Fall ziehe eine richtig gute Portion. Und durch die Guacamole haben wir nochmal gesunde Fette. Ich hatte nämlich irgendwie heute Abend keine Lust auf gekochte Eier, sonst hätte ich da jetzt noch gekochte Eier drauf machen können. Aber so mit der Guacamole
Es ist mega lecker, vor allem die musste ja sowieso aufgebraucht werden. Guacamole hatte ich jetzt auch echt länger nicht mehr zu Hause gehabt. Werde ich mir, glaube ich, in Zukunft auch öfter mal wiederholen. Guacamole ist schon echt lecker, beziehungsweise Avocado. Kann man viel mitmachen. Auch theoretisch abends so zu meiner normalen Reis-Gemüse-Pfanne würde es auch gut passen. Ja, da hätte man nochmal eine andere Fettquelle. Das lasse ich mir jetzt zusammen schön als Abendessen schmecken. Dadurch, dass wir jetzt schon so relativ spät haben, weiß ich gar nicht, ob ich heute Abend noch meinen normalen Magerquark mit Nussmus essen werde oder ob das jetzt mein Abendessen ist. Mal gucken, ob ich heute Abend dann noch irgendeine andere Kleinigkeit esse. Falls ja, blende ich euch das natürlich noch rein. Aber ansonsten ist das jetzt eine größere Portion. Wenn ich danach noch Hunger haben sollte, dann nehme ich mir vielleicht nochmal ein paar Kartoffeln nach oder noch ein bisschen Quark. Aber jetzt so fürs Erste, denke ich, reicht es auf jeden Fall ganz gut. Und das ist ein schön leckeres Abendessen, vor allem auch der Quark. Durch die Zwiebel und die Gurke macht es wirklich nochmal mehr aus. Frühstück ist gemacht. Natürlich gibt sie immer eine Portion Porridge. Jetzt heute mit Vanilleproteinpulver. Darüber habe ich dann auf die eine Hälfte Erdbeeren gegeben und auf die andere Hälfte eine komplette Birne. Darüber dann noch Salz, Zimt, Soja-Crispies gegeben und noch mein Mandelmus und Porridge-Konsistenz. Ist wie immer auch durch die Flohsamenschalen des Vegane Way perfekt geworden. Das lasse ich mir jetzt schön schmecken, ist mein Frühstück und gleichzeitig auch wieder mein Pre-Workout. Weg aus dem Gym gibt es jetzt als allererstes wieder Gummibärchen. Die anderen sind aufgebraucht, deswegen gibt es jetzt von Katjes Wunderland Sauer. Die sind echt lecker. Also für saure Gummibärchen sind die wirklich gut. Und davon werde ich mir wie immer jetzt so 3 bis 4 Stück nehmen. Die 3 gibt es erstmal und dann gibt es das richtige Post-Workout. Post-Workout ist gemacht. Natürlich gibt sie immer Porridge mit Whey. Ich habe jetzt heute Vanilleproteinpulver genommen. Das ist nicht vegane, deswegen ist es diese typische Soße geworden. Das habe ich also wieder nur mit Wasser angemischt. Ausgehungert nach dem Beintraining. So was Süßes. Ich liebe es wirklich. Für mich gibt es jetzt noch einen kleinen Nachmittagssnack. Und zwar hat Omi uns einen Erdbeerkuchen gebacken. Nur so einen kleinen, aber der ist wirklich perfekt für 2 Personen. Wie gut sieht der aus? Richtig lecker. Ich liebe wirklich Erdbeerkuchen. Das jetzt auch mit Agatine, nicht mit Gelatine gemacht. Über den Kuchen habe ich mich so krass gefreut, dass Omi uns den mitgebracht hat. Und deswegen gibt es da jetzt ein Stückchen von für mich. Ich schätze mal, ich werde ein Viertel schon essen. Ich habe nämlich ein bisschen mehr Hunger noch. Beintraining haut wirklich immer rein. Deswegen schneiden wir den jetzt erstmal in der Hälfte durch. Und dann nochmal ein Viertel. Wie lecker. Da muss ich jetzt direkt mit euch das erste Stückchen von essen. Vor allem aus dem Kühlschrank so kalt. Sowas macht einen doch wirklich glücklich. Und habt ihr auch die Angewohnheit, bei den Kuchen immer so ein bisschen speziell zu essen. Ich muss immer erst vorne so die Spitze essen, so ein kleines Stückchen. Dann esse ich hinten den Rand, weil der mir persönlich manchmal ein bisschen zu trocken ist und ich das Innerste eigentlich bei allen Sachen am liebsten mag. Deswegen esse ich dann gleich erstmal den Rand und dann kommen wir zum besten Teil in der Mitte komplett zum Schluss. Ich habe jetzt gerade schon mal das Abendessen vorbereitet und es ist gerade im Backofen. Es gibt nämlich einen Gemüse-Kartoffelauflauf. Ich habe also die restlichen Kartoffeln von gestern Abend verwertet gehabt. Es sind gar nicht mehr so krass viele übrig geblieben. Die habe ich dann alle erstmal klein geschnitten in so kleinere Stückchen, dass die im Endeffekt dann gut auf den Löffel passen. Jetzt nicht zu klein, aber auch nicht zu groß gelassen. Die habe ich dann in eine Auflaufform gegeben. Dann habe ich angefangen, das Gemüse klein zu schnibbeln. Und zwar habe ich erst eine komplette Zwiebel genommen, die dann auch wieder in kleine Stückchen geschnitten. Dann eine rote Paprika. Bei der Paprika habe ich dann erstmal oben den Stöpsel abgemacht, die in der Hälfte geteilt und dann das Innenleben, wo diese Kerne drin sind, rausgenommen, die Paprika abgewaschen und dann auch erstmal in Streifen geschnitten und danach dann nochmal in so kleine Stückchen, in Würfel im Endeffekt. Und das gleiche habe ich dann mit orangen Paprika noch gemacht. Das sind ja persönlich meine beiden liebsten Paprikas. Die roten sind auf Platz 1, dann kommen die orangenen, dann die gelben und die grünen. Naja, mag ich jetzt nicht so wirklich, deswegen gibt es nur eine rote und eine orangene. Dann habe ich eine Zucchini genommen, die auch wieder in Streifen geschnitten und in kleine Stückchen. Und das gleiche habe ich dann auch nochmal für die Tomaten gemacht. Die habe ich also auch wieder erst halbiert, dann in Streifen geschnitten und auch wieder in kleine Stückchen. Das ist alles, wie gesagt, gut auf eine Gabel passt. Das habe ich jeweils dann immer nacheinander in die Auflaufform gegeben gehabt. Dann habe ich noch Kichererbsen abgewaschen, in die Auflaufform reingegeben und dann noch passierte Tomaten drüber gegeben. Das Ganze habe ich dann erstmal runtergerührt, dass das Gemüse überall so ein bisschen verteilt ist. Und dann musste ich das natürlich noch würzen. Da habe ich jetzt wieder ganz klassisch Salz genommen. Und von Just Spice ist den Auflauf-Arounder. Da könnt ihr aber auch, wie gesagt, jedes Gewürz nehmen, was ihr machen wollt. Mir haben jetzt diese beiden Sachen gereicht. Ihr könnt natürlich auch noch frische Kräuter und sowas mit reinmachen. Aber wie gesagt, ich habe jetzt nur die beiden Sachen dazu gegeben. Das habe ich dann auch wieder komplett vermengt gehabt, dass überall dann so ein bisschen Gewürz ist. Und ganz am Ende habe ich dann jetzt noch Schafskäse drüber gegeben. Das wird ja überbacken. Da ist es mit Schafskäse nochmal leckerer. Da habe ich den Patros Light genommen. Den habe ich in die Hand genommen und immer so ein bisschen abgebröselt,
gibt es da dann auch im Endeffekt wieder in der ganzen Auflaufform überall so ein bisschen Schafskäse ist. Ihr könnt natürlich auch Streukäse oder sowas nehmen, aber ich hatte jetzt heute mega Lust auf Schafskäse. Deswegen gibt es Schafskäse oben drüber und das Ganze habe ich dann jetzt in den Backofen getan. Ich muss mal schauen, wie lange das Ganze jetzt drin bleibt. Ich schätze mal so 20 bis 30 Minuten, bis der Schafskäse auf jeden Fall verlaufen ist, dass alles schön warm ist. Und dann kommt es auch nur noch gleich auf den Teller und dann schauen wir uns mal das fertige Endergebnis an. Aber so ein Kartoffelaufbau wird ja sowieso gut schmecken, also freue ich mich schon mega drauf. Sieht das aus? Richtig gut. Es war jetzt doch kürzer drin als erwartet. Also der war jetzt nur eine Viertelstunde drin. Der Schafskäse wird oben aber schon so ein bisschen braun und es sieht mega aus. Ich finde jetzt nicht, dass der noch länger hätte drin sein sollen. Der ist so ein ganz bisschen zerlaufen, aber ich mag das nicht, wenn der dann so komplett zerläuft. Deswegen so perfekt. Das kommt jetzt nur noch in die Schüsselchen dann rein. Dann probieren wir das Ganze jetzt mal. Erst ein bisschen Gemüse mit Kartoffel. So mit ein bisschen Schafskäse. Oh ja, das ist richtig lecker. Kartoffelauflauf habe ich echt sehr, sehr lange nicht mehr gemacht. Normalerweise mache ich so einen Auflauf immer mit Nudeln. Aber mit Kartoffeln ist das schon echt nice. Bin ich auf jeden Fall froh, dass von gestern die Kartoffeln übrig geblieben sind. Macht wirklich mal einen Kartoffelauflauf. Könnt ihr jedes Gemüse reinmachen, was ihr wollt. Würzen mit was man will. Kann man theoretisch auch mit so einer Sahne-Cremesauce machen, anstatt mit passierten Tomaten. Kann man auch noch Mais, Kidneybohnen, sowas mit reinmachen. Perfekt. Ich denke mal, ich werde davon noch einen zweiten Teller essen. Also, dass es dann ungefähr die Hälfte von dem Auflauf ist. Ist dann auf jeden Fall eine schön gute Abendsessensportion. Letzte Abendmahlzeit habe ich gerade wieder aus dem Gefrierfach geholt. Es gibt wie immer mein Magerquark. Da habe ich heute jetzt von Evo das Flavor in der Vanilla-Cream-Geschmacksrichtung genommen und darüber dann wieder mein Standard-Rewe-Mandelmus gegeben. Frühstück ist gemacht. Es gibt wieder eine klassische Portion Porridge. Jetzt heute habe ich Schokoproteinpulver untergemischt. Da habe ich schon die Hälfte der Quinoa-Puffs dann mit untergemischt und in die Mikrowelle nochmal gegeben. Dann darüber jetzt Salz, Erdbeeren, Quinoa-Puffs gegeben, Zimt natürlich und dann obendrauf wieder von Leanie's Bite diesen Dark Hazelnut Spread. Wie immer jetzt mein Frühstück und gleichzeitig auch mein Pre-Workout, deswegen ist es schon eine relativ große Portion. Back aus dem Gym, ich habe mir gerade schon mein Post-Workout gemacht und als das Porridge in der Mikrowelle war, habe ich natürlich schon wieder Gummibärchen aus dem Tiefkühlfach gegessen gehabt. Da gab es jetzt heute 4 Stück für mich in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen. Ich liebe es ja, verschiedene Farben zu haben und mein Porridge habe ich mir jetzt gerade auch schon mal fertig gemacht. Heute habe ich wieder von ESN das Black and White Vanilla Whey genommen und dazu gibt es dann noch eine Birne, die habe ich mir klein geschnitten und drauf gemacht. Und natürlich gibt es noch ein Viertel von Omis Erdbeerkuchen dazu. Das andere Viertel hatte ich gestern ja schon gegessen. Jetzt gibt es aber erstmal für mich das Porridge. Und wenn ich das gegessen habe, dann geht es für mich an den Erdbeerkuchen. Mein Abendessen besteht wieder aus einer klassischen Reis-Gemüsepfanne. Also wie immer ist der Reis hier unten drunter. Und dazu gibt es dann einen Harzer Käse, den habe ich im Backofen gemacht. Also einfach nur die Scheiben in die Mitte vom Backpapier gelegt. Das für ungefähr 30 Minuten bei 175 Grad Umluft in den Backofen getan. Und dann wird das so chipsmäßig. Also man kann es perfekt abziehen. Ich glaube, man hört schon, es ist richtig schön knusprig geworden. Und das lasse ich mir jetzt zusammen schön schmecken. Letzter Abendsnack ist gemacht. Wie immer gibt es meinen Magerquark aus dem Tiefkühlfach. Jetzt heute habe ich das Flavin' Tasty in der Salted Caramel Geschmacksrichtung genommen. Darüber dann wieder mein Standard Rewe Mandelmus gegeben. Und dazu esse ich dann noch von Rocker diesen No Way Ball in der Salted Caramel Geschmacksrichtung. Das ist so ein typischer Energieball mit Datteln. Der ist auf jeden Fall echt lecker und den kann man gut snacken. Das hat wieder wie immer diese typische Eiskonsistenz, die ich liebe. Perfekter letzter Abendsnack. Das war mein Food Diary gewesen. Eine Woche meiner Ernährung. Es waren also meine Standardmeals, aber ein paar andere Gerichte gerade auch zum Abendessen mal mit dabei gewesen. Ich hoffe, es war eine kleine Inspiration für euch und dass euch das Video gefallen hat. Lasst mir gerne einen Daumen hoch da, abonniert mich und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut. Tschüss.